Hallo, mein Name ist Robert Eder. Ich bin Schauspieler und Musiker und bin jetzt seit geraumer Zeit hier in Senftenberg an der neuen Bühne beschäftigt. Ich bin gebürtiger Österreicher, wie man vielleicht unschwer meinem Zungenschlag entnehmen kann. Aber nein, ich fahre nicht Ski, wieder erwarten. Aber dafür treffen sonst bestimmt diverseste Klischees, die man gemeinhin hierzulande so über Österreicher hat, auch auf mich zu, selbstverständlich, sowieso. Ich habe am Mozarteum in Salzburg Schauspiel studiert. Dann ging es fürs erste Engagement nach Esslingen bei Stuttgart. Dann wohnte ich eine ganze Weile in Leipzig, dann ein bisschen in Berlin. Und jetzt wohne ich hier in Senftenberg, in Seenähe und fühle mich sehr wohl. Und wenn ich über Heimat nachdenke, dann denke ich zuerst an die Region, aus der ich komme. Das ist das wunderschöne Kalkalpenvorland. Genauer gesagt, das ist der Stadt Steyr. Die liegt in Oberösterreich in der Nähe von Linz an zwei Flüssen. Die Enz und die Steyr, und die fließen da zusammen. Und das ist wirklich eine ganz bezaubernde Stadt. Und an dem Fluss der Steyr, es ist ein kalter Gebirgsfluss, der nur 60 Kilometer, glaube ich, entfernt von Steyr entspringt. Da habe ich viel Zeit meiner Jugend zugebracht mit meinen Freunden, grillenderweise, plaudernderweise, planschenderweise. Und das ist so der Kern von dem, woran ich denke, wenn ich an Heimat denke. Der Kosmos, das ist die Natur, die Gegend, mein Elternhaus, die Küche, die Gerüche, der Dialekt. Das hat sich aber seither erweitern können. Ich bin immer gern gereist. Ich war nach meinem Abitur für ein halbes Jahr in Australien unterwegs und habe da tolle Menschen kennengelernt und habe mir die Reiselust immer behalten und war in vielen Ländern und konnte überall sowas wie Heimat antreffen. Und insofern ist es für mich was so klein begonnen hat, aber sich immer weiter ausdehnt und größer wird. Und das ist was sehr Schönes und ich hoffe, das bleibt auch immer so. Auf bald. Tschüss.